Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Ich werde heute mal wieder ins Jenseits gehen. Schnell noch mein EVP-Gerät einschalten. Einen wunderschönen guten Abend, ihr lieben Seelen, Geister, Entitäten. Guten Abend, Amy. Guten Abend, Anne. Guten Abend, Charlotte. Guten Abend, Marlis. Guten Abend, Anna. Und alle anderen. Wie geht es euch heute denn? Gut, das freut mich. Ich würde gerne heute jemanden rufen. Und zwar Walter Lehnert. Wäre nett, wenn ihr mir den vorbeibringen könnt. Walter Lehnert. Bin hier. Hallo, lieber Walter. Du kennst mich ja schon von deiner Frau. Ich habe hier ein Gerät mit einem grünen Lämpchen. Wenn du da nah rangehst, leuchten die Lämpchen auf. Kannst du das mal machen? Bist du das, der sich dauernd bei deiner Frau meldet mit der Kerze? Wenn du Energie brauchst, kannst du sie aus meiner Box holen, aus dem Handy holen, aus der Kerze holen. Bitte nicht aus dem K2 und aus der Kamera, weil damit möchte ich ja aufnehmen. Lieber Walter, wenn du da bist, lass doch mal das Gerät aufleuchten, indem du näher rangehst. Das wäre ganz toll. Aber du kannst auch gerne mit der Kerze arbeiten, indem du einfach die Kerze nach rechts und links bewegst oder die Flamme größer machst. Wer ist denn sonst noch da? Wen darf ich denn begrüßen? Sag mir deinen Namen. Wenn ich eine andere... da flackert ja schon was. Ja, danke schön. Kannst du das nochmal machen? Kannst du auch die Flamme größer machen? Wenn ich eine andere App nehmen soll, sag einfach Bescheid. Ich wechsle ja alle 8 Minuten. Lieber Walter, wenn du deiner Frau noch was sagen möchtest, darfst du das gerne hier machen bei mir. Ich werde es natürlich weiterleiten, das weißt du ja.
du die LED-Kerze aufleuchten ohne Batterie? Ja, danke schön. Ich hab's gesehen an der Kerze. Deine Kinder? So. Wer sind denn deine Kinder? Oma. Ja, ich bin da. Ja, super, danke schön. Wow. Das machst du ganz toll. Ich danke dir. Meine Kinder, hast du eben gesagt, soll ich denen was ausrichten? Nein? Alles klar. Oder suchst du deine Kinder? Ja, du suchst deine Kinder. Danke für die Bestätigung. Wow. Sind deine Kinder auch schon drüben? Weil du sie suchst? Ich nehme mal eine andere App. Ich nehme mal die Spiritus Ghost Box. Dauert einen Moment, bis ich sie hochgeladen habe. Welcome to Spiritus. Ja, ich bin da. Jetzt ist die Kerze wieder ganz ruhig. Also ihr wisst ja auch die könnt ihr manipulieren und mit mir kommunizieren. Ich wollte nochmal fragen, lieber Walter, bist du derjenige, der immer mit der LED-Kerze arbeitet? Danke für die Antwort. Ja, super. Danke dir, Walter. Möchtest du deiner Frau noch was ausrichten? Oder schaust du bei ihr vorbei, ob auch alles in Ordnung ist? Ja?
Michael? Ich bin da. Wer sonst? Wie viele Seelen sind denn heute bei mir? Ich war nicht. Ja. Doch die manipulieren, die Radio-Hack. Wenn ich das Echo anschalten soll, sag einfach Echo. Ist es gut, dass ich mich ein bisschen um deine Frau kümmere? Ist das in Ordnung? Ja, danke schön. Was weiß ich denn? Das ist jetzt die Paris Jukebox. Mit der könnt ihr natürlich auch manipulieren und antworten. Wie viele Seelen sind denn heute bei mir? Ah.
Nein, bist du. Wer ist denn sonst noch da? Wen darf ich denn begrüßen? Ist jemand Neues auch da? So. Da hast du auch gern das K2 aufleuchten lassen. Das ist das Gerät mit dem grünen Lämpchen. Einfach nach rangehen und dann leuchtet das auf. Das beißt nicht, das tut nicht weh, das nimmt auch keine Energie. Dann denke ich mal, dann machen wir für heute Schluss, ihr lieben Seelen, Geister, Entitäten. Vielen lieben Dank für eure Kommunikation. Ihr bleibt, wo ihr seid, und ich bleibe, wo ich bin. Bye, bye. So, dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen Abend und sage mal bye bye, bis zum nächsten Mal.